Liebe mytischtennis.de User, 10 packende Tage in Busan liegen hinter uns. Die Weltmeister stehen seit Sonntag fest. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Nationalspielerinnen und Nationalspielern und weiteren internationalen Topstars allerdings nicht. Denn schon ab Mittwoch geht es in den nationalen Ligen wieder rund. In der TTBL stehen bis Montagabend 11 Spiele an. In der Damen-Bundesliga sind es bis Sonntag 7. Der Überraschungsvierte aus Grenzau, der unter der Woche Luka Mladenovic als Sommerneuzugang präsentierte, hat gegen Ochsenhausen und in Mühlhausen zwei schwere Aufgaben zu bewältigen. Schlusslicht Fulda möchte den ASV Grünwettersbach noch tiefer in den Abstiegskampf ziehen. Der Vorletzte aus Mainz hat den SV Werder Bremen zu Gast. Von Platz 5, den die Schwalben aus Bergneustadt belegen, bis Rang 8 haben alle Teams die Playoff-Plätze noch im Visier. Für die TTF beträgt der Rückstand nach 3 Niederlagen in Serie schon 2 Punkte. Bei den Damen kommt es zum Kellerduell zwischen dem letzten Jena und dem vorletzten Böblingen. Der SV Schott hat als Liganeuling noch ein Spiel weniger bestritten. Mit 2 Siegen in den beiden Nachholspielen könnte der TTC Berlin Eastside mit dem ersten aus Weinheim gleichziehen. Wir halten Sie auf mytischtennis.de mit Ansetzungen, Ergebnissen und Berichten natürlich auf dem Laufenden und wünschen Ihnen eine sportliche Woche.